Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier im LS25 auf der Riverbend Springs. Ich bin heute allein. Ist eine schnelle Aufnahme eigentlich, wollte ich gestern aufnehmen. Aber ich habe da dezente Probleme gerade wieder mit meinem Auto und deswegen habe ich das alles ein bisschen verschieben müssen mit dem Aufnehmen. Und dann mal schauen, was dann heute geht. Ich habe nichts geplant oder irgendwas. Es ist nur, damit ich immer in meinem Zyklus bleibe, brauche ich ein Video. Danach habe ich hoffentlich wieder mehr Zeit zum Aufnehmen. Wie man sieht, ich habe einen schönen Kontostand. Das heißt, ich kann eigentlich was wegzahlen vom Kredit. Produktionen bei der Pötscherei haben wir noch immer ein Holz drinnen, das ist gut. Sägemühle ist kein Holz drinnen, da muss ich demnächst dringendst wieder reinhauen, was geht. Also ich habe jetzt noch 2-3 Tage frei, da muss ich schauen, dass ich dort reinhaue. Und da haben wir auch noch Steine eigentlich drin. Das heißt, normalerweise müsste ich jetzt losdüsen und Holzdolm reinhauen, aber tun wir zuerst ein bisschen da beim Hänger rein, wenn wir schon gerade da sind. Ich muss mich entschuldigen, das letzte Video, der Ton war ein bisschen beschissen, weil da zu kriegen. Ich habe es nachher beim Bearbeiten vom Video gesehen, oder gehört. Der Regen hat sich extrem stark noch ein Rauschen angehört, was aber keine ist eigentlich. Und muss es mir halt merken fürs nächste Mal, wenn es regnet, dass ich dort noch die Umweltgeräusche nach unten drehe. Weil die waren doch dezent auf Anschlag. Durch den Regen. Die anderen Sachen hat man nicht so vorgenommen. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal, wie ich da schon geschaufelt habe dabei. Ich glaube nicht, das habe ich glaube im Vorhinein gemacht. Und dann habe ich ja die Dachplatten noch zum Museum geführt. Dort schauen wir mal hin, nachher wenn es Tag ist, weil wie ihr seht, die Uhrzeit ist auch Mitternacht. Also das werden wir uns ausschauen, wenn es wieder Tag hell ist. Jetzt tun wir aber ein bisschen da einfüllen. Es ist halt da bei dem zum Aufpassen beim Einfüllen, dass man mit der Schaufel nicht vom Stief unten gleich holt, weil da kann es sein, dass die Schaufel gleich hängen bleibt. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt und dann kommst du nicht mehr raus. Also die Schaufel packt da direkt in den Schott rein und dann musst du es blöderweise zurücksetzen. Das versuche ich jetzt gerade zu vermeiden, indem ich immer schön von oben nach unten das abdrehen tue. Und so wie voll ist die Schaufel, gleich wieder retour immer vor. Dann aufkippen. Mir hebelt es hinten das Heck trotzdem noch immer aus, obwohl ich dort glaube ich 1000 Kilo oder was habe. Sieht man es? Ah, 650 Kilo. Aber trotzdem, Hebelwirkung vom Frontlader und alles, da hätte ich ein größeres Gewicht brauchen, aber es wird in Gitunza kommen, dass ich einfach einen Radlader besorge. Aber wenn man mit dem Kontostand sieht, das schaut echt gerade gut aus. Nimmt ziemlich gut Geld dabei. Durch die Pötscherei und auch durch das
Steine, was ich da Dings verkauft was. Weil die Zementsäcke und sowas, die Zementfabrik herstellt, so wie die Betonsteine oder Betonziegel, die habe ich ja gerade noch auf Direktverkauf. Bis irgendwer sagt, er will jetzt Haus bauen, beziehungsweise bis ich selber sage, ich baue mir jetzt ein Haus. Und dann stelle ich es wieder auf Behalten. Jetzt geht es einmal darum, Gold zu machen, damit ich mir noch einen schönen Grund kaufen kann, weil ich dann anfangen kann zu bauen. Wahrscheinlich werden es die zwei Tonnen werden, weil das ein halbwegs groß ist. Da brauche ich nachher mit dem Bautool nicht so viel ausgleichen. Ich muss halt nur aufpassen, es sind halt paar Sachen, was im Multiplayer noch nicht funktionieren. So wie die Zäune, die versinken im Baum. Das haben wir beim Loki leider gemerkt. Das sind bei den Reisfaltern auch das Problem, dass dann der aufleuchtet. Das Reis nur an Reisfaltern aufbaut wird, oder kaum aufbaut wird, der funktioniert zwar, weil der Patrick hat ja die Reisfalter, die funktioniert zwar, aber die Meldung leichter trotzdem an der Hand auf, der müsste eigentlich verschwinden oder nicht auftauchen. Und müssen auch mit dem Killian rein, weil anscheinend hat die kleine Molkereifabrik, was man kaufen kann, ein Problem. Der hat Produktion, hilft sie nicht aus. Wir müssen fragen, ob es jetzt schon inzwischen hickert hat oder nicht. Er hat es nämlich einmal umgestellt. Aber ich hoffe, dass es jetzt funktioniert hat. Ansonsten müssen wir auch da was anderes uns überlegen. Na komm, fällt gut an. Missionen auch schauen, ob da was ist und was machen. Ich weiß jetzt schon, dort als Rotholzmission wäre optimal für mein Sägewerk, aber das ist zu langwierig. So viel Zeit habe ich heute leider nicht. Was eine kleine Grube oder Unkraut. Irgendwie so eine Mission. Der wäre schon nicht schlecht. So, ein halb von Hängen haben wir ja gemacht. Schauen wir Missionen. Gucken wir mal Missionen. Schauen wir mal Licht aus. Missionen. Ja, das sind ja ein paar Düngen, Enten. Graswänden, Gobern. Das geht sich nicht aus. In 15 Minuten. Ja, vielleicht. Der ist aber weit oben. Später eventuell. Probieren wir es. 15 Minuten habe ich Zeit. Die Zeit läuft. Okay, da habe ich noch vom Loki den Selbstverwalter-Status.
Geben wir Gas. Wenn ich richtig gesehen habe, was da unten bei meinem Sägewerk gegenüber. Du fahr nicht weiter, fahr nicht weiter, du. Fahr nicht raus, er fährt raus. Ich muss sagen, mit dem Haubentag, der fahre ich sehr ungern, weil der extrem einlenkt. Hat zwar seine Vorteile auch, weil man ziemlich gut wenden kann, aber... Puh. Wenn du ein bisschen zu viel einlenkst, dann geht der gleich irgendwo wieder hin. Ja. Noch 14 Minuten für diese Mission. Ausklappen. Absenken. Wird nun schon kommen. Na, krieg ich was der Bock. Ohne GPS oder irgendwas, gleich Vollgas, Game. Probieren wir's. Und dann mal teuer Weine. Dann brauche ich es bitte auch nicht dran durchtoppen. Prozent habe ich ja schon. 12%. Das Gute ist, wir sehen sehr schön, ob wir gefahren sind. Und da Bodenbeschaffenheit. Das heißt, wir fahren da jetzt so lange im Kreis, bis die Mission fertig ist, und ich hoffe, wir schaffen es innerhalb der Zeit noch. Die erste Runde haben wir schon hinter uns. Also was das betrifft, da ist wieder der Tag der Komoot. Wenn man echt schön wenden kann oder beziehungsweise ums Eck fahren kann, aber ist ein normaler Tag damit vier Reifen zum Lenken. Die Reifen zum Lenken? Ja, muss ich vorstellen. Ein Traktor mit vier Reifen, ohne die, also kein Raupentraktor, ist mit definitiv lieber.
Und wie gesagt, die nächsten Aufnahmen hoffe ich, dass sie noch wieder bei Tag sind. Aber wenn jetzt in der Nacht besser ist, ich habe nämlich bei der Grafik noch mal ein bisschen herumgestellt. Das in der Nacht ist auch alles ein bisschen grafisch, technisch besser ausschaut. Das müsste ich beim letzten Video auch schon gesehen haben, nur wie gesagt, beim letzten Video ist halt mit dem Ton ein bisschen scheiße gewesen. Wegen dem Regen, und der Regen hat sich auch gehört. Hört sich auch wie ein ständiges Rauschen, was aber kein Rauschen ist, es war dem Regen geschuldet. So, damit haben wir die zweite Runde hinter uns. Halbzeit. Noch 8 Minuten. Das wird knapp. Das wird knapp, Leute. Das wird knapp. Prozent und noch 7 Minuten. Ihr könnt es ja schon mal in die Kommentare schreiben. Schaffe ich es noch oder nicht? Also nicht warten bis zum Ende vom Video, damit ihr es seht und dann Kommentare schreibt und dann jetzt. Jetzt eine schreiben. Was glaubst du? Jetzt ist es noch aus oder nicht?
4 Minuten noch. Die Zeit läuft. Schaut gut aus, dass wir es schaffen. Oder dass ich schaffe, sagen wir mal so. Und sag endlich 90% gleich. Und 80. In 2 Minuten nur noch. Und nur noch eine Minute. Oh Gott. Das hat inzwischen so gut ausgeschaut. 95. Das wird knapp. Das wird knapper als gerade eben gedacht. Komm. 99. Auftrag abgeschlossen. Und gleich abgeben. Auf den letzten Drucker. 0 Uhr. Das war jetzt extrem knapp. Und jetzt sind die ganzen Missionen auch futsch. Das war mehr wie knapp. Aber geschafft ist geschafft. So, Finanzen auch. Ich habe gesagt, dazu haben wir mal 200 zurück, 200.000. Könnte mehr. So, gerade 100.000 haben wir noch, weil Fixkosten habe ich. Sonstiges minus 10.000?
Achso, genau, da habe ich einen Lok überwiesen, das Geld. Weil der hat inzwischen für mich eine Standard 4. 1300 habe ich Kreditzinsen, was noch kommt auf mich, plus das, das sind 2000. Und das war eine Reparatur, was ich gehabt habe, Betriebskosten, Gebäude, das heißt mit 8000 auf dem Konto kommen wir drüber. Aber wenn da gerade steht 13.000 nach, so ist es 8.000 nochmal nach. Gut, das heißt, ja, die Folge, wie ich jetzt beenden, ist ein bisschen kürzer dann. Steine haben wir noch genug, ansonsten der Hänger ist eh schon halb voll wieder, den mache ich irgendwann nachher voll und bringe ich um. Da muss ich dringend schauen, dass ich holt seine Pengen so voll wie möglich. Das Blöde ist. Das Blöde ist nach wie vor, unsere Bäumchen sind noch immer nicht erntereif. Das dauert noch. Das ist jetzt, warte mal, wir haben heute 7. Nicht einmal noch einen Monat in echt vergangen. Was wären es noch? 10, 14, 21 Tage und ich glaube 54 Tage habe ich zu brauchen. Wir sind circa mal gerade bei der Hälfte, nicht ganz noch bei der Hälfte. Ich denke mal, wenn wir bei der Hälfte sind, dann werden sie mal ein bisschen größer sein, die Kollegen. Ich hoffe es, weil ich bin ziemlich angewiesen auf die Bäume. Inzwischen muss ich halt da mal dumpen meine Felder. Warte mal, gehen wir da her. Die Bäume, was ich da habe, beziehungsweise was ich da habe, da wäre ein Stamm. Weil die kann ich alle, was da sind, beziehungsweise von dem alle, was da sind, abernten. Weil das, was da so gestanden ist, habe ich schon da stehen, eher nur mal noch zwei Bäume. Und da in der Mitte zwischen den zwei sind noch ein bisschen. Aber es ist da schon ziemlich kahl geworden. Oder kahl, sagen wir so. Ich habe da ziemlich schon ausgemustert, die ganzen Bäume. Ich muss nur mehr noch die ganzen Baumstümpfe noch entfernen. Da habe ich noch alle da stehen. Das sieht man noch am Tag mal besser. Da will ich nachher noch ablaufen alles. Und das da entfernen, sodass ich nachher. Ich hoffe, halt genug Gold zusammen habe, damit ich mich. Ich will eigentlich nicht so viel jetzt quatschen, aber das will ich sagen. Na, so. So fast geschafft. Den hätte ich mir gern kaufen. Weil der ist für die Bäume auch echt gemacht. Alles nachher gleich zuschneiden kann auf die richtige Größe und eventuell vielleicht nachher den da noch oder den wäre fast besser. An von der oder sogar, wenn ich je nachdem wie viel ich einnehme, den da. Das wäre nämlich so bei der da. Der hätte mich schon da. Mit einem haben wir schon ein paar Holztransporten gemacht, von den Missionen her. Mal schauen, wie viel ich einnehme, bis das soweit ist. Also, ich habe dann auch ein bisschen Zeit. Und in diesem Sinne sage ich nochmal auch, es war mir eine Ehre. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. Abend. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.